Herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview. Diesmal geht es um Remington 870. Ja, die Remington 870, das ist eine sehr gelungene Shotgun. Denn das ist die präziseste Shotgun. Ich spiele auch gerne damit im Black Ops 2 damit. Denn diese ist wirklich genau. Und der einzige Makel darin ist, dass die anderen Waffen, so gut wie jegliche andere Waffe in Crossfire, muss nicht vorne nachladen, sondern wenn die Bullets drin sind, kann man die gleich verschießen. Aber bei der ist es so, dass sie pro Patrone, Patrone sie jedes Mal nachladen muss. Aber das ist natürlich originalgetreu gemacht. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, pro Kugel, also pro Patrone, braucht ihr 0,8 Sekunden, um eine nachzuladen. Also, damit ihr wieder eine Patrone im Magazin habt, sozusagen im Magazin, denn eigentlich steckt ihr die einfach nur unten rein. Und sie hat 7 zu 28 Patronen, insgesamt 35. Leergeschossen ist sie aus dem vollen Magazin natürlich in 4,8 Sekunden. Und eben halt pro Bullet, eben halt pro Schuss, braucht sie 1,2 Sekunden. Also, ihr könnt auch nicht gedrückt halten, dann passiert nichts. Dann schießt ihr einfach nicht, ihr müsst immer klicken. Und dann schießt sie eben halt im Takt von 1,2 Sekunden. Und nachladen tut sie pro Patrone, meinte ich das, 0,8 Sekunden. Es dauert natürlich ein bisschen lange, aber na schön, was soll man dagegen machen? Das sind 5,6 Sekunden, wenn man das so berechnet. Wenn man das von 0 auf 7 Kugeln, nein, Patronen, die Patronen schießen ja die Kugeln, wenn man die danach lädt. Auf jeden Fall, pro Patrone sind es 6 Kugeln. Und diese 6 Kugeln, davon müsst ihr 4 bis 5 treffen, dann ist der Gegner tot. Und zwar auf die Beine macht sie One-Hit, auf den Körper macht sie One-Hit und auf den Kopf macht sie erst recht One-Hit. Das auch von etwas weiterer Distanz, also ihr könnt selbst auf Distanz davon richtig gut schießen. Ich glaube, irgendwie liegt das an dem längeren Lauf oder sowas, aber das ist im Black Ops so. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, Shotguns allgemein sind ja ein bisschen mies, besonders die Remington. Ich muss sagen, sie ist wirklich leise. Auf also wenn man jetzt weiter weg ist, man kann sie schon als Silent. Naja, am Anfang war es so ein Bug, da hat man gar nicht gehört. Das war echt hammergeil. Ich muss schon sagen, ist das, hä? Die muss ich mir holen. Naja, wo ihr sie bekommt, ihr bekommt aus. Also, wie ihr sie bekommt, natürlich müsst ihr erstmal ZP oder GP Crates drehen, damit ihr sie per Coupons bekommt. Coupons, davon braucht ihr 50 Stück. Die bekommt man ja leider nur auf Zufall aus den Crates und sind 50 Coupons, also das ist ein bisschen Abzocke, finde ich. Dafür könnte man sich dann für 70 oder 80, glaube ich, 70, kann man sich dann schon eine M4 Custom holen oder eine Desert oder sowas war das. Auf jeden Fall könnt ihr euch per 5, also wenn ihr 50 Crates, Coupons habt, Entschuldigung, dann könnt ihr euch auswählen, ob ihr die RX for Storm haben wollt für 30 Tage oder die Remington 870. Ich kann euch nur die Remington empfehlen, denn das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Shotgun. Besonders wenn die so rausswitcht zur Desert und dann so immer zur Remington. Die ist viel geiler, dass der das über die Schulter nimmt, als ob er die auf die Schulter, wenn ihr switcht natürlich, auf die Schulter packt und dann wieder rauszieht. Das ist echt hammergeil gemacht. Ich finde das so nice. Die wiegt ungefähr auch noch wie eine Pistole, also Dual Desert sozusagen. So schwer wiegt sie, aber was heißt sie schwer? Das ist wirklich ein Leichtgewicht. Und dafür, dass an der Seite auch noch so dekorativ sozusagen blaue Patronen sind, finde ich das wirklich cool gemacht. Das ist, diese Shotgun ist einfach nur geil. Ich würde sie gerne permanent haben, aber für Coupons, nee, da gebe ich das lieber auch für andere Coupons Waffen aus. Also da lohnt sich, naja, für die, die jetzt nicht so viel spenden mit Geld. Egal. Ja, vom Aussehen, wie gesagt, ich finde sie sehr schön. Ich finde sie wirklich atemberaubend. Tja, mit Rechtsklick passiert nichts, wie immer. Naja, wie die, bei den meisten Waffen, aber mit Linksklick könnt ihr natürlich schießen. Und natürlich könnt ihr auch das Nachladen. Das könnt ihr jederzeit unterbrechen. Ihr müsst, wenn ihr nachlädt, eben mal per R oder was auch für eine Taste ihr das eingestellt habt, könnt ihr das jederzeit unterbrechen mit Linksklick. Und dann könnt ihr gleich weiterschießen. Los auf die Gegner. Also, wirklich cool gemacht, diese Waffe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr jetzt noch weitere Accounts habt, die ich reviewen könnte, also Waffen natürlich, dann wäre nett, wenn ich euer Account benutzen könnte, sozusagen. Ich will euch nicht nötigen, aber ich brauche wirklich Waffen zum Reviewen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt und nicht vorgespult habt. Und wir sehen uns im nächsten Video.
Sagt es euren Freunden, teilt es, liked es und abonniert nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an AdsPro, der mir seinen Account geliehen hat, damit ich das Review machen konnte. Thank you.